Leute und herzlich willkommen beim neuen Video. Wir machen heute Krustenbraten am Drehspieß und zwar nicht im Grill, sondern über der Feuerschale. Wenn ihr wissen wollt, ob das funktioniert, dann bleibt dran. Wir werden sehen. Bis gleich. Jo, wir fangen an und nehmen uns hier den fertig gepökelten Braten. Da brauchen wir also gewürztechnisch gar nichts mitzumachen und ritzen die Schwarte uns hier schön vorsichtig ein. Da brauchen wir auf jeden Fall ein scharfes Messer für. Und man sollte nicht zu tief ritzen, also nicht zu weit ins Fleisch rein, sondern möglichst halt nur die Schwarte anritzen. Ist aber schon ein bisschen Kraftaufwand notwendig, weil die doch schon ziemlich zäh ist, so eine Schweineschwarte. So, gucken wir mal, sollte das Ganze hier ungefähr so aussehen. Ja, teilweise ein bisschen tief geritzt, macht aber nichts. Und dann heizen wir uns hier die Feuerschale mit ordentlich Kohlebriketts an. Jawohl. Das Ganze kann jetzt erstmal ordentlich durchziehen. Das dauert ja erstmal eine Weile. Und in der Zeit gehen wir wieder zurück zum Braten und jagen hier den Spieß einmal in der Mitte durch. Das sollte eigentlich nicht allzu schwer gehen, aber ein bisschen Kraft muss man dann schon mal aufwenden. So, in dem Fall ist es hier gut geglückt. Und dann haben wir hier diese Klammern, diese Spieße nochmal. Oder diese Klauen, könnte man fast sagen. Die jagen wir auch nochmal durch das Fleisch durch. Sollte allerdings nicht die Schwarte verletzen, sondern durch das Fleisch durchgehen. So, erstmal festschrauben beide Seiten. Auch wichtig. Wenn das ja nachher alles heiß ist, dann kann man da nicht mehr so gut dran rumhantieren über dem Feuer. So, dann sieht das Ganze hier so aus. Ne? Wunderbar. Die Kohle ist dann auch fertig. Also rein damit in die Feuerschale. Und dann hängen wir diesen ganzen Spieß hier mal in die Apparatur. Rechts sieht man, ist ein Elektromotor, der bringt das Ganze dann zum Drehen. Ansonsten ist das hier so ein einfaches Gestell, wo das so reingehangen wird. Ja, und dann kann die wilde Fahrt auch schon beginnen. Die Feuerschale noch schön ausgerichtet, mittig unter dem Braten, und dann kann das hier auch schon losgehen. Jetzt dreht sich das hier fleißig vor sich hin. Ja, sieht auch schon mal gut aus. Kann jetzt allerdings auch eine Weile dauern, ne? Da braucht man jetzt ein bisschen Geduld. Zwischendurch sprühen wir das Ganze hier mit einer Lösung aus Wasser, Zucker und Salz ein. Man kann auch Apfelsaft nehmen und dann vielleicht später die Kruste noch separat mit Salzwasser einreiben. Ich habe das hier mal kombiniert. Salz ist wichtig, dass die Kruste hinterher schön aufpoppt, und ein bisschen Zucker bringt ja noch so ein bisschen Karamellnote mit rein. So, zwischendurch wird die Feuerschale nochmal neu angeheizt mit neuen Kohlebriketts. Und lassen wir das Ganze hier fleißig weiter drehen. Und sprühen immer ab und an nochmal fleißig. Jawohl, vor allem die Kruste sollte schön eingesprüht werden. Ja, dann lassen wir hier das Ganze schön weiter drehen. Das sieht da schon mal ganz gut aus. Hier läuft schon ordentlich der Saft runter. Und ein bisschen brutzeln tut es auch schon. Ja, und wenn die Kruste so langsam beginnt aufzupoppen, so wie hier, das ist das Zeichen, dass es bald fertig ist. Man kann den Drehmechanismus auch nochmal ausschalten und die Kruste quasi nochmal einige Zeit nach unten ausrichten. Dann poppt das hier alles so schön auf, ne, wie hier. Und dann kann man den Krustenbraten auch runternehmen. So, dann lösen wir hier mal die Klauen. Vorsicht, könnte eventuell heiß sein, ne? Und dann ziehen wir das Ganze hier aus dem Braten raus. Den Spieß ziehen wir natürlich auch noch raus. Und dann haben wir das Ding hier fertig. Na, wunderbar. Das sieht doch gut aus. So, natürlich muss das Ganze auch noch angeschnitten werden. Dabei nehmen wir uns eine Gabel zur Hand und ein schönes scharfes Küchenmesser und schneiden immer quasi da, wo wir auch die Schwarte eingeritzt haben. Da schneiden wir dann noch immer. Ja, wenn die Schwarte jetzt ein bisschen abfällt, das macht nichts, die kann man dann hinterher schön einzeln aufs Brötchen legen oder wie auch immer man diesen Braten dann essen möchte. Das ist also überhaupt nicht schlimm. Oh, sieht das nicht gut aus. Jetzt schneiden wir uns schön ein paar Scheiben runter und richten das hier schön an auf dem Brett. Wunderbar, es dampft auch noch so schön. Ja. Man sieht es auch gut durch, auf jeden Fall. Hat also wunderbar funktioniert.
Ja, so, das letzte Stück auch noch. Wunderbar, ne? So, guckt euch das an, wie saftig das geworden ist. Und trotzdem so eine knusprige Schwarte. Ist das nicht herrlich? Ja, ich empfehle dazu, für hier so ein Brötchen sich zu nehmen. Ganz normales. Oder auch ein Roggenbrötchen, je nachdem, was man da so nehmen möchte. Und dann eine ordentliche Scheibe davon da reinlegen, das Brötchen. Bisschen mit Kruste dran hier in dem Fall. Oder man kann auch Kruste noch einzeln drauflegen und dann schön selbstgemachten Krautsalat oben drauf. Jawohl, mehr braucht es gar nicht. Dann einmal zusammenquetschen. Und so sieht das Ganze dann aus. Jawohl, lecker, ne? Eignet sich auch wunderbar zur kalten Jahreszeit, ne? Der Weihnachtsmarkt lässt grüßen. Jawohl.